Seid mir grüßt, meine Poke-Freunde, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Heute mal wieder mit einer Box von Zenit der Könige, dem Sonderset zum Abschluss von Schwert und Schild. Und wir haben hier die Gala Arctos Tinbox mit dabei. Sehr, sehr coole Box. Schauen wir uns direkt unten auf der Matte an. Promokarte Gala Arctos sieht schon unglaublich geknickt aus. Das ist das Traurige an den Halterungen manchmal. Aber gut, da kann man leider nichts machen, denke ich. Hier einmal die wunderschöne Promokarte Gala Arctos. Sehr toll. Dann haben wir natürlich einen Code, der das Ganze im Online-TCG freischaltet. Den gönne ich mir. Obwohl, könnt ihr euch mal euch gönnen, oder? Komm, ich gönne ihn euch. Viel Spaß damit, wenn ihr was Gutes zieht. Obwohl, ihr kriegt das Arctos, ne? Wenn ihr ein Arctos zieht, lasst mich gerne wissen. Und wir haben natürlich 4 Booster in der Box. Das heißt, wir haben heute ein kleines, knackiges Opening zum Mittwoch. Muss auch mal sein. Mit 4 Boostern. Drückt mir die Daumen, dass wir was Gutes ziehen. Und mal schauen, was 4 Booster so gönnen können. Ich guess mal die Wasserenergie. Und wir haben eine Psychoenergie. Dann gehen wir rein mit den Buddelnbrüdern. Buddelnbrüdern, die sind sehr oft als erste Karte hinter Energie irgendwie drin. Das ist scheinbar so ein Ding in dem Set. Algit, Iguana, Volley, sehr süßes Artwork, wie Volley durch die Gegend rollt. Ich stelle mir vor, du kommst auf so eine Wiese Volleys im Spiel und überall rollen Volleys durch die Gegend. Fröhlich. Shinux, Ditto als Galeriekarte. Nice, mit den ganzen Kamaubs. Mittendrin ist das eine Kamaub, das dieses Ditto-Gesicht macht. Gab ja auch früher mal so ein paar Karten, die so dieses Gesicht hatten. Richtig cool. Und ein Stolos in Holo. Fehlt mir noch. Nice. Nehme ich gerne mit. Wahrscheinlich der Hit des Tages für den guten Mr. Stolos. Erster Booster hat schon mal gönnt. Mal schauen, wie es um die Nummer 2 steht. Einmal kurz für euch. Viel Spaß damit. Wenn ihr es gut zieht, wie immer, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt. Hier gerade nach vorne. Und ich sage, es ist Elektroenergie. Es ist die Stahlenergie. Okay, die haben wir zuletzt öfter gehabt. Hyperball. Girafarig. Britzigel, der gute Sonnkern, Bidiser, Mampft am Baum, Molunk, Elilu, frech auf der Tastatur, Mabula, Reverse Holo, Hooper ist eine Rare, immerhin, und ein Wolverock in Regular Rare. Somit haben wir jetzt die Halbzeit erreicht und weiter geht's mit dem Booster Nummer 3 aus der Box. 4 Karten nach vorne, ich sage, es ist eine Wasserenergie und es ist schon wieder Stahl, okay. Stahl will mich trollen, Schmetterhammer. Zwirklob, die Tracking-Schuhe, Tangela gibt uns die Beere ab, Pupanz, Galamauzi, Weimar, Shinux, Xerox, Reverse Holo Rare und ein Alola Kokobai. Letzter Booster aus der Box. Drückt nochmal die Daumen für Last Pack Magic. Ich denke, so ein kleiner Hit sollte noch kommen, sonst war es nicht so eine starke Box, aber naja, man kann sich das ja nicht aussuchen in unserem Hobby, das ist das Problem. Vier Karten gehen nach vorne und wir haben jetzt die Elektrologie, wo ich vergessen habe zu gessen. Sehr gut. Venufliebes, der Nirgendwo-Sauger, Stollrack, Owei, Energie zu gewinnen. Dann haben wir hier ein Emolga, ein Libiskus, der Energieumschalter Weavers. Ich habe euch auch einen Plauderguide vorenthalten, sorry dafür. Und ein Tangolos Regular Rare. Damit war die Tin grundsätzlich jetzt nicht so richtig stark, muss ich leider zugeben. Deswegen machen wir ziehen unseren Joker und für die Auswahl des Pull des Tages gibt es Gala Arctos noch dazu. Was ist die schönste Karte, die wir heute hier gezogen haben? Gala Arctos, die Promokarte, Ditto aus der Gala-Galerie oder vielleicht doch das Holo Stolos. Bin auf eure Meinung gespannt. Ich gehe mit Ditto. Ich finde die Karte einfach mega witzig, wie hier dieses Kamau mit dem Ditto-Gesicht rumsteht. Bin gespannt, was ihr sagt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Denkt aber dran, ihr könnt dem Video natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das wird mir helfen und dem Video. Mega nice von euch. Und ihr könnt natürlich auch gerne einen netten Kommentar schreiben oder halt einen Kommentar mit konstruktiver Kritik, wenn ihr Dinge seht, die ich verbessern kann. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.